Also ich wusste schon immer, dass ich Geigerin sein wollte, seitdem ich ein kleines Mädchen war. Und ich glaube, was mir am meisten bei der Geige gefallen hat, war das Vibrato. Und als ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ein Mensch und eine Geige haben eine sehr persönliche Beziehung, eine sehr, sehr enge Beziehung, was ich natürlich später verstanden habe, bei jedem Instrument eigentlich so ist. Und an meiner Geige, was mir am meisten gefällt, ist, dass ich sie eigentlich als Zufall gefunden habe. Und zwar in 2010 war ich am Mozarteum in Salzburg bei der Sommerakademie und da gab es den Mücke Elschek Geigenbauer und ich wollte unbedingt eine neue Geige und ich habe mich total in meine Geige verliebt, ohne zu wissen, woher sie kommt, wer sie gebaut hat. Die Geigenbauer waren sehr diskret damit, damit ich erstmal so eine Verbindung mit dem Instrumenten entwickle und erst als ich dann entschlossen habe, doch diese Geige zu nehmen, habe ich erfahren, dass das eigentlich die Geige von dem Geiger und Bratschist Thomas Kakuschka gehört hat. Und der Kakuschka, der war eigentlich der Bratschist vom Alban Berg Quartett und Konzertmeister vom Tonkünstlerorchester in Wien. Also es war eigentlich ganz besonders. Und meine Mama hat immer erzählt, dass als ich klein war, habe ich immer geschrien oder geweint, als es ein Klavier war oder ein Brassquintett, Blechquintett. Deswegen bei Streichquartette war ich immer sehr glücklich. Und wenn ich eine Geige gesehen habe, da habe ich immer gezeigt, dass genau das möchte ich spielen. Also als ich 13 Jahre alt war, da habe ich noch in Kanada studiert. Ich bin eigentlich in Kanada groß gewachsen, seit 2001 bis 2018 oder so. Und da habe ich dann am Conservatoire de Musique de Montréal studiert. Und da hatte ich auch verschiedene Professoren. Und als ich beim Professor Helmut Lipski war, da hatten wir mal einen Klassenabend. Und da hat eine Kollegin von der Klasse das Konus-Violin-Konzert gespielt zum allerersten Mal. Und ich kannte das Stück überhaupt nicht. Der Komponist war mir auch komplett unbekannt. Und das Stück hat mir so irrsinnig gefallen. Und ich habe mich total verliebt. Und dann bin ich sofort zu meinem Professor gerannt und habe ihn gebeten, dass ich das Stück spielen darf. Konus-Violin-Konzert ist sehr unterschätzt, musikalisch eigentlich auch, weil es so viele verschiedene Ideen, Klangfarben gibt. Und der Lehrer meinte, ja, das kann ich natürlich lernen, aber es ist halt sehr schwierig, wenn man 13 Jahre alt ist. Daher ist es mir halt eine sehr, sehr große Freude, dass ich meine Liebe zum Konus-Violin-Konzert zusammen mit Aureo und vielen Musikern teilen darf. Und ich glaube, eigentlich jeder Musiker müsste Julius Konus kennen. Und es ist wirklich ein Violinkonzert, das jeder Geiger spielen müsste, meiner Meinung nach. Ich glaube, bei jedem Musiker ist es anders. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig für eine effektive Übungsstunde, dass man im Voraus plant. Vor allem, wenn man sehr viel zu tun hat. Und was ich gerne mache, ist, ich plane immer am Tag davor oder wenn ich eine sehr anspruchsvolle Woche vor mir habe, dann plane ich sogar ein paar Tage davor für jeden Tag. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht am Stück übt, sondern dass man zum Beispiel, wenn man 4, 5 Stunden am Tag üben möchte, dass man das wirklich durch den Tag teilt. Zum Beispiel in der Früh macht man 1,5 Stunden, dann am Nachmittag wieder 1,5 Stunden, abends das Gleiche. Und noch was, das sehr wichtig ist, ist das Mentalüben. Und ich glaube, das ist sehr unterschätzt. Viele machen das eigentlich nicht. Und deswegen, wenn man dann zum Konzert kommt und ein Stück auswendig lernen muss, wird es richtig schwierig. Und was ich zum Beispiel mache, wenn ich ein neues Stück lerne, ist erstmal das auswendig lernen. Weil dann habe ich das Gefühl, dass ich eine bessere Verbindung habe mit dem Stück und dass ich mich auf die verschiedenen Nuancen und Musikalität wirklich konzentrieren kann. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn man mental übt, dass man mit der Partitur in den Händen sitzt und das Stück sich einfach anhört und bestimmte Abschnitte sogar analysiert, damit man wirklich eine Verbindung mit dem Stück entwickeln kann. Natürlich dann die weitere persönliche Geheimtipps, das sind keine persönlichen Geheimtipps, das weiß jeder. Das langsam üben, das fleißig üben und wirklich viel Technik machen. Also Skalen üben, Etüden, Kapricen, alles gehört dazu. Es gab auf jeden Fall mehrere schöne musikalische Erfahrungen. Aber eine, die mir sehr nah am Herz lag, war, als ich mit meinem Vater zum ersten Mal
gespielt habe. Das war im April 2019, das war noch in Montreal. Und da haben wir das Mozart G-Duo Violinkonzert zusammengespielt. Und es war was ganz Besonderes, zum ersten Mal mit meinem Vater auf der Bühne als Solistin zu stehen. Ich hatte sehr oft mit ihm Konzerte als Orchestermusikerin, als ich in McGill studierte. Aber so als Solistin, das war was ganz, ganz Schönes. Und vor allem an dem Abend als Zugabe, weil nach einem Konzert müsste man als Solist immer eine Zugabe vorbereiten. Und die meisten spielen dann immer eine Paganini-Caprice oder einen Satz von einer Bach-Sonate oder Partita. Und da wollte ich was ganz anderes machen. Und zwar mein Großvater, väterlicherseits, der hatte mal eine Melodie komponiert, die sehr, sehr süß war, wirklich sehr herzig und sehr wienerisch, wenn ich so sagen darf. Und diese Melodie hat mir mein Vater, als ich kleiner war, immer wieder gesungen. Und dann habe ich gedacht, ich mache ihm mal eine Freude und habe genau diese Melodie als Zugabe gespielt. Nur, dass ich dazu auch noch ein paar Variationen komponiert habe. Und es war eine große Freude, erstmal das mit dem Publikum zu teilen und vor allem mit meinem Vater, der überhaupt keine Ahnung davon hatte, bis zum Konzert, also bis ich auf der Bühne stand und es vorgestellt habe. Erst dann hat er wirklich verstanden, was da passiert. Und deswegen würde ich sagen, das war das tollste Konzert. Und ansonsten, was sehr schade ist, hätte ich im April in Venezuela gespielt mit dem Simón Bolívar Symphonieorchester. Und darauf habe ich mich sehr gefreut, aber leider wegen Corona wurde es verschoben. Aber ich bin mir sicher, dass wenn das mal passiert, wird es auch ein sehr, sehr schöner musikalischer Erlebnis sein. Mein größter Vorbild ist tatsächlich mein Vater. Ich habe so viel von ihm gelernt, von meiner Mama auch. Aber mein Vater ist was ganz Besonderes. Er ist ein wunderbarer Dirigent erstmal. Und wenn ich alleine schon an seinen Tagesablauf denke, der wacht auf zum Beispiel um 4.30 Uhr oder 5 Uhr morgens, alleine um seine Partituren zu memorieren. Also sein Zweck ist wirklich, alles auswendig zu lernen, damit er 100% mit dem Orchester arbeitet, kommuniziert, diesen Augenkontakt hat, das so wichtig ist im Orchester. Und das hat mich immer dazu inspiriert, meine Musik selber auswendig zu lernen. Deswegen bin ich irgendwie fanatisch drauf. Und noch ein wichtigerer Punkt ist, dass mein Vater der Musik immer sehr ehrlich ist. Das bedeutet, in seinen Augen ist es eine große Ehrungschaft, die Partitur so gründlich wie möglich zu verfolgen. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel eine Partitur kaufe, suche ich immer nach dem Urtext. Und es interessiert mich natürlich am meisten zu wissen, was der Komponist dachte, fühlte, abhängig von den Bogenstrichen, die er wählen würde. Also da versteht man besser den Zusammenhang, dass der Komponist wirklich wollte. Und alle diese Punkte habe ich von meinem Vater wirklich gelernt. Und ansonsten ein großer Geiger, der mich auch täglich inspiriert hat, seitdem ich klein war, war der David Oistrakh. Ich habe immer seine Haltung wirklich bewundert, wie er so frei auf der Bühne stand. Und es gibt auch sehr viele Violinkonzerte, die ihm gewidmet wurden, zum Beispiel beide Schostakowitsch-Violinkonzerte und Khatchaturian. Und das hat mich natürlich sehr imponiert und deswegen wollte ich unbedingt auch Schostakowitsch spielen, auch dem Oistrakh zuliebe und dem Schostakowitsch zuliebe. Also wenn ich wirklich zwei Vorbilder hätte, dann sind das mein Vater und den David Oistrakh.